Thank you.
Herzlich willkommen zu einem neuen Stream von eurem Lieblings-Pinfluencer hier auf Twitch. Und wie ihr sehen könnt, wir sind wieder im Showroom der KMS Handels GmbH. Und heute haben wir natürlich was ganz Besonderes, und zwar den Jaws Premium. Und nicht nur das, wir haben natürlich auch noch einen speziellen Gast. Den stelle ich gleich vor. First, for all the English-speaking viewers today, if you have something to say, maybe you already played the Jaws pinball machine and you want to share your experience, feel free to write down in the chat. And we will be gladly answering your questions as well. Or maybe you have some questions for my today's special guest. And I'm really thankful that she's here right from Berlin. And no further ado, ohne weitere Ausschweife, hier ist unser Gast, Amy Ziegenhagen. Yay! Komm rein! Da ist die Kamera, wink mal rein. Hallo Leute! Hallo, hallo Amy. Ja, freut mich, dass du hier bist. Wir haben ja gerade schon mal ein bisschen, wir reden nachher noch ein bisschen über dich. Erstmal über den Jaws Premium. Thema. Ist das was? Oder ist Thema nicht so interessant oder ist das wichtig für dich? Frage ich mal andersrum. Geht. Also ich sag mal so, anfangs war so, oh, Thema, kann es so gut sein? Dann natürlich Keith Irwin, ne? Man denkt so, wird eh gut. Und dann, naja. Also bis jetzt überzeugt er. Also du hast ja gerade schon mal eine Proberunde gemacht und wir gehen jetzt gleich nochmal eben ein bisschen tiefer in das Regelwerk, in das Spielerische rein. Aber wie du schon sagtest, das ist ein Keith Irwin, da kann man schon mal davon ausgehen, dass es gar nicht so verkehrt ist. Und ja, wir schauen mal, was das immer zu bieten hat. Ich war auch bisher nur einmal oben auf dem Mini-Playfield. Wir haben gerade noch kurz eine Runde gespielt. Also an das Mini-Playfield muss ich mich auch noch so ein bisschen gewöhnen, wobei es ja nicht ein klassisches Mini-Playfield in dem Sinne ist. Die Kugel ist ja auch relativ schnell wieder runter. Also mehr so wie, was habe ich gerade gesagt, Whitewater, genau. Aber wir schauen mal. Ich sehe auch gerade, wir haben auch einige schon im Stream dabei. Wer von den Anwesenden hat denn einen Jaws zu Hause? Hallo Raftan, schön. Schön, dass du dich immer dann meldest, wenn wir 5 Minuten zu spät online gehen. Danke dafür. Immer dieses mit dem Finger auf uns zeigen. Ach so, guck mal, da haben wir schon einen. Digi68 hat schon einen Jaws zu Hause. Und ich kann euch sagen, ihr habt definitiv nichts falsch gemacht, wenn ihr den zu Hause stehen habt. Ist auf jeden Fall ein geiles Gerät. Und ja, ich würde sagen, wir schauen uns das Regelwerk mal ein bisschen an. Also wir spielen jetzt hier die Scorekarte mal so ein bisschen durch, um euch zu zeigen. Shark Encounter, wo kann man jetzt den Kampf starten. Multiball, die Finne kommt raus. Und wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, dann stellt sie ruhig in den Chat. Und unser Gast darf natürlich anfangen. Dann, Amy, mach mal 2 Player und zeig, was du kannst. Bereit? Ja, ich bin bereit. Hau ruhig raus. Sehr gut. Hallo alle, Pin-Alf. Schön, dass du hier bist. Skillshot schon mal geholt. Genau, jetzt hat Amy gerade den Shark Encounter gespielt. Und hat jetzt gerade den Modus Scars gestaltet. Und das ist immer das Tödliche und das Problem habe ich auch. Wenn du einmal nach oben hinguckst, so einmal so, hä? Was? Bumm! Aber das passiert mir auch jedes Mal, also als wir den Pro gespielt haben, auch jedes Mal. Du guckst und dann guckst du nach oben und dann plötzlich, ah, oh mein Gott! Aber, so, jetzt will ich mal versuchen, ob ich den Skillshot auch hinkriege. Oh, warte, ich könnte mich noch mal eben schön einloggen. Stimmt, das sollte ich auch machen. Zack, noch ein paar Trophäen sammeln hier. Yes. Also, du kannst das ja auch zu Wallet hinzufügen, dann musst du nur Rechtsklick einmal hier. Ach, guck mal, ist das meins?
Ja, genau. Kannst du einfach Screenshot machen? Genau. Add to Wallet. Jetzt ist sie bei der Wallet drin. Wo ist das? Die Wallet kannst du jetzt hier im. Genau, und jetzt hat das die Wallet. Da müsste eigentlich jetzt auch Stirn bei sein. Ansonsten mach einen Screenshot, ist ja auch nicht schlimm. So, ich versuche das mal. Ja, mal los. Kannst du ja gleich machen. Ich probiere mal hier ein bisschen. Ja. Vielleicht schaffe ich das noch. Hat er mal gezählt? Ja, hat er gezählt. Ja. Ja, ein bisschen. Wieso, da kann ich nicht. Ich kann mogeln. So, ich versuche jetzt auch mal den Shark Encounter zu machen. So, jetzt muss ich natürlich noch den Shark, die Haijagd starten. Hast du eine Präferenz? Den einfachsten. Der wäre? Das müsste der Marco sein. Der hat auch, glaube ich, nur. Dir wird angezeigt, wie oft du jetzt den Loop spielen musst, wie oft du den Chum Bucket spielen musst. Und der Marco Hai hat halt am wenigsten. Also da kannst du relativ schnell den schaffen. Machen wir gegen schnell die Scars. Shark Tower Decrease Shot Value. Also die Shark Tower nicht treffen. So geil gemacht. Oh. Mann! Aber hey, wir haben auch die Einführungsrunde. Alles gut. Erklär uns mal den Pin. Wie, Rafter, hast du die Regel noch nicht gelesen? Du hast doch Zeit gehabt in den 5 Minuten, in denen wir zu spät gespielt haben. Also. Jetzt darf ich den nicht berühren, wa? Den? Jetzt musst du jetzt nur die Länge, genau. Okay. Ah ja. Mhm. Oder so. Passt. Das ist übrigens auch schön. Du kannst den hier so ein bisschen wieder reinschubsen, dann ist relativ. Ich habe vorhin gemerkt, der geht da auch raus, ne? Ja, wenn du Pech hast, können auch Teufel sein. Jetzt also Shark Encounter ist jetzt beleuchtet. Dann kannst du die Jagd gleich starten. Die Finne ist draußen. Ist jetzt immer abwechselnd, blau und dann den. Mhm. Aber die Shark Tower nicht treffen. Also nur die beleuchteten Sachen. Hey. Einmal genau das gemacht. Naja, absolut. Aber ihr seht, Leute, wir spielen uns noch ein bisschen warm. Wir müssen ja erstmal ein bisschen die Schüsse kennenlernen. Jetzt kannst du dir einen aussuchen. Okay. Jetzt kannst du dir den Mako, das ist am einfachsten. Aber du siehst ja auch, je weniger Punkte du hast, desto weniger musst du auch machen. Aber wenn du natürlich den Hammerhai machen willst, da hast du 42 Millionen, aber du siehst ja, was du alles machen musst. Ne? 5-mal der Boot, 3-mal die Drops. Also die Drops sind immer ein bisschen schwierig. Also, aber mach, such dir aus den Treasure Shark. Der, warum nicht? Das ist ja warum die nicht? Runde. Ich wollte sagen, wir spielen uns ja noch warm. Noch gibt es keine Grand Champions. Wir schauen mal. Yes. Und jetzt auch die Finne hier gleich. Ne? Jetzt geht's los. Jetzt ist gleich die erste Phase von dem Jaws. Ah, okay. Jetzt kommt der gleich raus. Getroffen? Getroffen, yes. Ah, okay. Jetzt geht's ja automatisch. Jetzt hast du die erste Phase vom Jaws Multiball, genau. Drei? Ja. Bring him up. Ja, die sind oben links angezeigt. Du musst halt
Alles. Ja, du musst, glaube ich, noch zweimal die Jump Bucket. Kannst du jetzt auch machen, ne? Wenn du die Jump Bucket spielst, kannst du Edderball machen. Zweimal, dann hast du Edderball. Bis du den Hai geholt hast, bleibt der auch drin. Du musst eine Sache gucken, Life Ring, wenn der beleuchtet ist. Wie beleuchte ich den denn? Hier, da kannst du den beleuchten mit dem Target. Ah. Und wenn der dann hier durchkommt, Action-Button drücken. Dann, ach so, ist nicht automatisch. Nee, genau. Du musst den draufdrücken und dann, deswegen sitzt der auch ein bisschen weiter unten, der Kontakt. Normalerweise hast du die ja immer so sitzen. Ja. Und da hast du halt... Ja, das ist halt sehr knapp. Also man kann es schaffen, aber wir haben letztes Mal, als wir den Pro gespielt haben, war natürlich immer wieder ein guter Lacher, weil dann immer, zu spät. Das war schon ein bisschen. Hier ist übrigens Gary. Da. Ja, den habe ich vorhin gesehen. In der Inlay. Ja, das finde ich richtig gut. Also für alle Jaws-Besitzer, schaut mal hier unten rein. In der rechten Innenbahn, da habt ihr Gary im Schwimmring. Ich muss mir nachher noch den Godzilla zeigen. Ja, der Godzilla ist ja auch ins Auto. Also man versteckt den Gary immer mal ganz gerne irgendwo. Hat ich schon ganz witzig gemacht. So, ich muss jetzt nur die. Genau, nur die Lane. Nein. Sehr gut. Yay! Yeah. All safe! Hey! Ja, da muss ich erstmal hinkommen, ne? You're gonna need a bigger boat. Der beste Spruch immer noch von allen. Switching on a fish finder.
und sage, jetzt kann ich mir endlich mal einen aussuchen, hat das gerade ein bisschen länger gedauert. Ich nehme jetzt mal den einfachen, ich nehme jetzt mal den Mako. Da muss ich nur Spinner, dreimal die Rampe und zweimal den Charm. Amigo Shark has been spying in pod. Ist ein bisschen wie beim Led Zeppelin, ne? So ja, genau, von den Tour-Multibällen her, genau. Das ist eigentlich ganz cool. Fand ich auch immer schön, dass die ganze Zeit der Modus immer durchläuft und man den halt dann einfach auch in der zweiten Kugel holen kann. So, Spinner habe ich schon mal durch. So, zweimal Chum, einmal Dingens. Und nein! Hat er getroffen? Ich glaube, der hat gezählt. Geil! Mega! Oh nein! Oh nein! Ah, nee, jetzt ist er hängen geblieben. Warte mal, jetzt muss ich einmal kurz gucken. Was muss ich noch? Einmal gelb und dann Multiball. Ah, ne, Moment. Einmal den Scham. Genau, einmal den Scham und dreimal die Rampen. Mach mal den für dich. Du willst das Feuer fertig machen. Vor dem Multiball. Ja, weil ich glaube, im Multiball konnte man den ja gerade nicht machen. Ne? Du hattest ja gerade auch den, aber das war jetzt genau die Rampe, die ich treffen wollte. Aber ich muss sagen, es ist halt ein Keith Elvin, es ist halt ein Regelmonster. Dann machen wir uns mal alle nichts vor. Aber wenn man da einmal ein bisschen hintergekommen ist, macht der echt Spaß. Genau wie bei den Avengers. Der Avengers war auch am Anfang so, was muss ich eigentlich machen? Aber weiß hat immer ein schöner Prozess am Ende mit dem Regieren herrschen für Gems. Ja, was der ja gar nicht machen muss. Musst du nicht, aber ja, ja. Macht an einigen Stellen schon Sinn. Das stimmt allerdings. Aber das, ey, ich bin froh, wenn ich es überhaupt kriege. Ja. Und ich muss da nicht noch anfangen mit, oh ja, jetzt muss aber halb den Powerstein kriegen. Weil das geht doch gar nicht hin, sowas. Ja, gut, platzieren ist nicht einfach, aber irgendwann kommst du dann ja nicht mehr, wo die so wechseln müssen. Verschieben kannst. Und dann schaffe ich das. Ich bin froh, wenn ich es hab. Ah, nein! Ah, da war noch Board safe. Das ist ja nett von dir. Oh, da war echt doof. So, den habe ich. Hier Ruhe. Noch zwei Rampen, also jetzt noch, die Mitte zählt auch als Rampe, ne? Da wo Gas ist? Ja. Ich denke schon, ja. Ja, oder? Ich hätte jetzt gesagt, die ist auch eine Rampe, dann ist auch eine Rampe. Was ist eine Rampe? So, wir gucken noch mal kurz. Probier mal. Ich probiere die Mitte. Ja, hat er gezählt, war eine Rampe. Jetzt habe ich zwei Rampen, yes. Okay. Jetzt haben wir den Fisch gefangen. Musst du den abholen? Gute Frage. Bei dem Grün geht da auch gesagt. Oh, warte, wo ist meine 3D-Brille? Was ist das? Das ist der Videomode. Und der Videomode, der ist auch mit 3D-Brille spielbar. Was? Der ist übrigens dabei, also wenn ihr euch den Jaws kauft. So, dann geht das auch mit 3D-Brille. Warte. Ist der jetzt überhaupt 3D? Also sieht für mich auf jeden Fall komisch aus. Oh! Da waren extra Bälle geliehen. Ah, das ist doof. Sind die extra Bälle an? Ja. Ach, sollen die ausmachen, oder? Nee, ich frag kurz. Ah nein, keine Taucher, okay. Was? Out of Harpoons. Ah, Leute, ihr wisst Bescheid. 3D-Brille. Ganz geiles Feature. Oh, schnell. Ich würde mal sagen, da wo grün ist, ne? Mit der Rückhand rein? Ja, ne? Ne, fast. Machbar. Ja, das ist machbar, definitiv. Nur von mir. Der Bounty, da war der Fisch abgeholt. Aber direkt Multiball von Das war bei der alten Software noch nicht.
dass du nach einem gefangenen Fisch noch einen Multiball gekriegt hast. Aber nicht nach jedem. Dann kann ich dir noch nicht mal sagen. Probieren wir aus. Guck mal. Ich bin froh, dass ich einen Fisch gefangen habe. Das ist jetzt schlecht. Warte. Das ist aber das Schöne bei Keith Elvin. Das will der auch, ne? Die doch nur in den Hai rein. Das kann doch nicht sein. Na also, geht doch. Jetzt mal wieder in den Grün rein. Nein! Aber das ist, wie gesagt, der Multiball ist neu. Den habe ich vorher auch noch nicht gesehen. Counter ist lit, jetzt kann ich den nächsten Haifischjagd starten. Aber. Encounter-Dinger sind die Modes sozusagen. Ja. Nein, also Moment, das war jetzt gerade. Und dieser Hai, den du gefangen hast, ist doch hier über. Genau, der ist da außen gestartet worden, weil vorher war das immer so, dass du die Rampe gespielt hast. Dann ist der oben kurz festgehalten worden und dann konntest du dir aussuchen, welchen Hai du machen wolltest. Jetzt haben wir Kugel 3, Level 2, also wieder nur die Inlay. Jo, Grün Shark, Shark, Grün Shark, Shark. Stimmt, Felix, links gegen den Bucket. Eine nicht ganz so leicht zu spielende Lane. Diggi, hilf uns doch mal eben auf die Sprünge. Fliplock, nicht, dass ich jetzt gerade was falsch verstehe. Noch zweimal Rampe, hast du. Jetzt hast du auch einen neuen Moos gestartet. Die Night Swim. Es ist alles schön dunkel. Ah, es bleibt jetzt so? Ja, bleibt so. Ah, das ist ja sehr geil. Ach so, der Powerball. Was ist damit? Der Fliplock. Ach so, ja. Der Multiball. Ja, ja. Okay. Dann danke für den Hinweis. Weil ich nutze normalerweise immer nur als Lightwing. Jo, sind wir oben. Und ihr müsst oben übrigens auch aufpassen. Das ist für mich sehr ungewohnt, weil ihr müsst mit der rechten Seite den links oben bedienen. Und das ist, will mir noch nicht ganz in den Kopf rein. Jetzt ist die Nacht vorbei. Sehe. Und du hast einen extra Ball gekriegt. Und er hat die Kugel gegessen. Yes! Ist das Sinn des Schön. Nein, das, genau das sollte nicht passieren, aber die Kugel kommt gleich wieder raus. Also wenn jemand sagt, dass der Haifisch die Kugel nicht frisst, hier ist der Gegenbeweis. Er tut es. Wirklich? Wir müssen jetzt so kurz warten, bis er wieder rauskommt. Hallo. Stimmt bei der Ballsuche. Ja, ich wollte sagen, aber Ballsuche sollte doch schon so langsam. Ja, da kommt er wieder. Alles gut, da ist er. Der Hai hat ihn verschluckt. So. Hey. Hey, da war wieder der Fischfinder.
Der kann auch langsam mehr Werk sein. Ja, sagst du? Ja, also wenn du den da reinkriegst und der leuchtet so komisch, jetzt hast du den Fischfeiner gekriegt. Shoot Center Ramp für schnell 10 Millionen. Ja. Ah, ist ein Hurry-Up? Also ja. Weniger? Wobei, warum wird's mehr? Stimmt, über die Tages. Catch awarded, 27. Und ein Shark spotted. Du hast gleich schon alle Gears durch. Ja, du hast schon sehr viele Gears gesammelt. Du kriegst da auch nochmal einen Spezialmodus, wenn du die geholt hast. Das ist ein gutes Zeichen. Ah, das habe ich gesehen aber in dem. Genau, das ist bei jedem, weil du kannst ja jeden einzelnen Strand schließen und du kriegst für jeden Strand, den du geschlossen hast, nochmal Punkte. Und wenn du alle Strände geschlossen hast, ja, noch ein extra Ball. Ne? Dann gibt es nochmal diesen Mini-Wizard-Mode. Jetzt weiß ich gerade nicht, wie er heißt, aber das steht da vorne auf der Karte. Ist das? Oh. Du kannst deine auscashen, musst du aber nicht. Du kannst sie dafür jetzt 15 Millionen und du kannst sie alle bezahlen, aber du musst es nicht tun. Nee. Dann musst du No-Deal. Noch nicht. Genau. Ey, das habe ich auch gesagt. Das ist hinten. Close the beach. Welchen Beach? Ganz links außen. Genau da musst du rein. Den Spinner. Der Beach will mich. Ah, genau. Ist er vorbei? Ja, der ist vorbei, dann. Aber der ist trotzdem geschlossen. Du siehst ja hier jetzt, die beiden äußeren sind dicht. Muss ich die einfach schließen, um die zu schließen? Nee, du hast hier immer, genau, auch mal kurz eben zur Erklärung. Du hast in jedem Schuss diese drei orangen Dinger, ne? Ja, genau. Das sind die Strandbesucher. Mhm. Die werden gespottet, wenn du diese gelbe Karte jetzt triffst. Dann hast du immer, aber du siehst ja, die beiden musst du nur noch abholen. Den einen musst du nur noch abholen und die auch. Ach so, wenn die sind, blinken, sind die schon sozusagen. Die sind alle schon, genau. Die warten nur noch darauf, dass du die abholst. Und wenn du den jetzt hier durchspielst in der Mitte, dann wird der dann auch geschlossen und dann kriegst du da auch nochmal einen Harry ab. Und bei denen, klar, wenn du jetzt da noch zweimal reinspielst, da noch einmal, da noch zweimal, dann hast du alle geschlossen und dann hast du diesen Mini-Wizard-Mode. Und jetzt ist Level 3, du weißt ja, so abziehen wie beim Godzilla, ja, dass der ohne Berührung tick da reingeht. Aber das ist sehr schwer, muss ich sagen. Ali, der ist ja schon geschlossen. Genau, der ist zu. Nur noch die mittleren. Ja. Bounty Hunt. Du hast jetzt gerade deinen Haifisch abgeholt. Und dafür kriegst du auch noch mal einen kurzen paar Mille. Oh, gut, war. Jetzt hast du da noch mal. Jetzt kannst du immer wieder grün Haifisch. Grün Haifisch. Aber du hast Board Save, das ist alles. Haifisch, genau. Ups. Ja, der kriegt schon voll ins Gesicht. Ich hab den voll eingeklemmt. Also da ist wieder einer drin. Ja, ich weiß, der kommt mal wieder raus. Okay. Ich kann den wieder abschießen. Mega. Jetzt wieder den Hai spielen. Jawohl. Noch einen einzigen. Alles vorbei. One hit, dann hast du. Aber ist doch jetzt. Nee, der ist schon. Ey, sorry. Ist schon eingesackt. 38 Millionen. So gut. Jetzt kannst du wieder mal die beiden in der Mitte. Die Rampe noch einmal zu schließen. Oh! Kann das jemand bitte klippen? Da hätte ich ganz gern einen Clip von. So. Jetzt kannst du wieder in die Mitte, dann hast du. Ah, jetzt ist da, okay. Genau, jetzt ist die Mitte wieder der. Yes! Ja, der nächste ist zu. Genau, da noch zweimal rein. Ich weiß ja, was du meinst, ich hab auch mal mit dir geflippt, ne? Ich hab dir gesagt, das ist so, weil er links ist, das ist furchtbar. Nee, schade.
Genau, da müssen wir einmal rein in, den, in dieses Drehdinger. Gedrückt kann vielleicht mal gucken. Ah, shit! Jetzt ist eine Queen's Challenge. Ah, davon habe ich gehört. Aber. Ja, genau, da geht auch die Welt zum Count. Der hat gezählt, ne? Jo. Aber du hast ja noch, du hast einen extra Ball. Dir fehlen nur noch das hier und die Line. Wenn du die beiden hast, dann hast du alle. Beaches geclosed. Genau, alle Beaches geclosed, yo. Also noch einer sogar. Also wie beim Stranger Things. Timer Lane und fertig. Ja, also wie beim Attack from Mars würde ich eher sagen, aber ich habe ja gerade erklärt, damit man, genau, jetzt ist beleuchtet, jetzt hast du die Beach Panic. Ich erkläre das gleich nochmal. Das ist jetzt der Modus von dem Strand, genau. Ah, ich Was sagst du? Okay. Instinktiv richtig gemacht. Perfekt. Sauber. Man schiebert mit. Aber ey, komm, ich würde sagen, mal so fürs erste Spielchen, mal über 300 Mille, kann man machen. Kann man machen. Also ich glaube, meine Highscore beim letzten Mal war jemand mit 250 und dann war Ende. Deswegen, saugut. Aber ihr habt jetzt gesehen, Leute, da ist einiges zu tun und es gibt einiges. Aber der macht Spaß, oder? Der macht voll Spaß. Siehst du, ich sehe das schon. Jetzt ist gefährlich für dich. Ja, jetzt muss ich ja nur 300 Millionen Punkte holen, kein Thema. Warte. Du musst ein bisschen die Beaches closen. Ja, close the Beaches. Ich muss mal kurz gucken, welche ich überhaupt closen kann. Ah, geht so, ne? Aber ich sehe da einen, ich sehe da einen. Da, in der Mitte. Ja, in der Mitte ist er. In der Mitte ist er. Guck mal jetzt. Wenn ich sie finde, scheiße. Nein. Nein! Hältst du den oder Ja, nee, das ist tatsächlich okay, jetzt der also, Hilfe, die Spule brennt gleich durch. Yes. Hat der gezählt? Ja, ne? Da, Beach Gloss. Oh oh. Jetzt Fischfeiner, komm schon, Baby. Jawohl. So, der ist zu. Dieses. Wie gesagt, ich war da erst. Ich bin da noch nicht so oft gewesen. Ich muss mich noch ein bisschen dran gewöhnen. So, Rückhand, ich probiere nochmal. Ne, das ist ja noch schlimmer als vorher. Vielleicht muss man ihn so ein bisschen antippen, dass er weiter nach vorne rollt und dann. Weißt du? Das könnte. Wir probieren es aus. Wollte ich jetzt? Den Beach closen. Ah ja, der ist fast davor. Ja. Jawohl. Hat den daneben, jo. Da kriegst du ja den Drückhand, ist glaube ich nicht möglich, oder? Da kriegst du ja die Rampe nicht hochgezogen, oder? Ne, komm. Machen wir mal von der Seite. Ah! Ne, siehst du? Ah! Hey, ich treffe alles, nur nicht davon, ich. Das ist ein Beach. Jawohl! Lange da oben gucke. Ah, okay, gut. Ah, jetzt muss er aufs Playfield oben drauf kommen. Ja, da kriegt man ihn hin.
Nee. Hat er gezählt? Oh, Schweiger. Das sah nämlich im ersten Moment so aus, als wenn er dann abgebrochen hätte. Yes, baby. Eine Kultfigur in dem Film. Der Hund? Ja, so wie die Katze bei Aliens. Bernie Hunt. Bernie Hunt, ich glaube den nächsten. Ill. Aber ich, die Drops ist mir zu hart, wa? Go big. Ja! Go big, Mini Lane. Ach komm, wir über 10-mal das Boot? Ja. Ach komm. Okay, 10-mal das Boot. Das werde ich gerade bestimmt hinkriegen. Hast du gehabt? Some bad hat, Harry. Alles machbar. That's some bad hat, Harry. Guck mal. Das ist nah. Aber hey, das ist schon meine Everytime, Alltime Highscore. So, ich probiere jetzt mal in die Dinger reinzukommen, in die Drop Targets. Aber das ist anscheinend nicht ganz so leicht hier. Vielleicht stelle ich auch noch blöd. Das ist. Aber er hat es nicht gezählt als Ballsave. Das ist schon mal ausgezeichnet. Geht der immer nur einmal runter? Ja, wenn du diesen Quickshot hast, bei dem Quickshot ja. Weil der Quickshot, der ist ja, den gehst du dann hier rüber, ja, gehst du ja hier in die drei hängen, genau. Und dann geht der hoch. Achso, welcher Beach ist denn zu? Rechts außen? Oh nein, wie komm ich jetzt da hin? Scheiße. Ah, ja, toll. Aber er ist. Was ist das jetzt? Achso. Ach, ich hab gedacht, ah, das ist der Rescue-Motiver. Das ist doch der, wenn man alle. Geclosed. Alle geclosed hat. Fuck. Und ich habe mich gerade schon gewundert, warum der Typ auf jeden Fall einfach ausgeht. Ich habe mich ein bisschen erschreckt. Ist wieder. Dein Hai ist noch da. Achso, jo. Toll. Ist mit zwei Drops, zwei Drop-Targets gemeint? Oder zweimal? Zweimal die ganzen Drops, genau. Ach, guck mal, immer den Rescue-Motiver geschafft. Das ist ja schon mal. Ja! Aber trotzdem nicht. Hab ich nicht genug, ne? Ich weiß nicht. Oh, ganz knapp. Aber wir können uns beide eintragen. Weil ich glaube, du bist Grand Champion. Da ist der Grand Champion.
Bitte noch, sehr. Das war das erste Spiel. Komm. Aber komm, ey, das war da, schon. Da kommt jetzt noch was. Hey, guten Abend. Schön. Grüße aus Ahaus. Ja, Lucky Luke, schön, dass du da bist. Für diejenigen, die heute zum ersten Mal da sind, ihr könnt gerne mal auf dieses kleine Herzchen drücken, um uns zu folgen. Wir streamen hier bei der KMS Handels GmbH immer einmal im Monat. Und wenn es so Special Events gibt, wenn die Amy mal da ist, um uns den Jaws zu zeigen. Yes! Aber stimmt, ich soll in die Kirche noch da rein. Einloggen. Ja, das wollte ich gerade sagen. Das ist jetzt, wenn man einfach ein Screenshot und macht unter Favoriten. Das ist auch einfach. Aber da findet der Wallet nicht funktioniert. Aber du musst, glaube ich, in deinem Menü musst du sagen, wo du die Wallet hast. Weil wenn jetzt der Wallet hinzugefügt ist, dann musst du im Menü gucken, wie die Wallet geöffnet wird. Weil ich muss bei mir, wenn der abgeriegelt ist, muss ich nur auf den drücken. Und dann bin ich schon in der Wallet. Und dann habe ich schon den Stern. Deswegen, das ist. Deswegen ein Hoch auf die Technik. Ey, das war schon für das erste Spiel. Aber wir gucken, wir können es besser, glaube ich. Ich sag, mein letzter Highscore war 220 Millionen. Und jetzt hast du 410. Ich sag mal, wenn man einen besseren Mitspieler hat, dann wird man auch direkt dazu verleitet. Aber ich gucke mir auch ein bisschen was von dir ab. Was bei dir, glaube ich, auch immer sehr hilfreich ist, ist, den rüber tippen zu lassen, den ganzen normalen Deadflip zu machen. Weil du von der Seite, du kannst halt wirklich den mit der Rückhand. Schwer, ja. Ist schwer. Also das ist wirklich extrem und ja, hier kommst du mit der Rückhand, glaube ich, gar nicht rein. Was in den Orbe? Ich meine, in den Spinner. In den Spinner kommst du, glaube ich, mit der Rückhand, mit der linken Rückhand nicht rein. Und das hier habe ich auch noch nicht ganz drauf. Also das mit der Rückhand ist Müll. Da müssen wir mal irgendwie. Das meine ich, wenn du den hier hast und so ein bisschen antippst, dass er weiter vorne ist und dann vielleicht. Das meine ich. Probier du das so mal aus. Ich bin immer nur Theoretiker. Ich kann sagen, wo man hinschießen muss. Ich auch. Aber dann auch dazu treffen, ist an dein Ding. Dafür bist du heute hier. Ist es das? Und zwischendurch, wenn du den Videomode hast, ich lege dir mal hier hin für die 3D-Brille. Sind sie gerade fleißig am Flipperschrauben? Ach, in Ahaus, yo, Lucky Luke von Dingens, Retro Nerds Münsterland, auch hier um die Ecke, eine richtig schöne Retro Arcade, kann ich auch nur empfehlen. Könnt ihr mal vorbeischauen? Mhm. Genau. Sind wir bereit für? Ja, zweite Runde würde ich sagen. Wir machen nachher noch, gibt es ein exklusives Tochter-Vater-Duell. Wir sagen, Amy ist nicht alleine hier, da freue ich mich auch schon drauf. Weil innerhalb der Familie wird es immer so ein bisschen hässlich, habe ich immer gemerkt. Das ist auch, wenn ich gegen meinen Bruder spiele, dann ist auch immer mein Ellbogen mit dabei. Das ist normal hier. Trash-Talken die ganze Zeit. Das kann ich am besten. Ich verliere immer, ne? Was denn? Ich verliere immer gegen Papa. Aber das machst du nur, weil du deinen Papa halt lieb hast, ne? Also wenn es darauf ankommt, ich weiß nicht warum, ich verliere immer. Wahrscheinlich immer noch so diese kleine Geräusche im Hintergrund, sag, komm, lass ihn gewinnen. Ist doch der Papa, lass ihn gewinnen, komm, dann ist er glücklich. Komm, dann würde ich sagen, machen wir mal zweite Runde. Du darfst wieder anfangen. Oh, nee, Moment, ich glaube, ich fange an, ne? Verlierer fängt an. Verlierer fängt an, ne? Dann kannst du nochmal hier QR-Code und. Ja, jetzt habe ich bereit. Boah, ich würde sagen, das Spiel von werde ich jetzt nicht mehr toppen können. Das war schon super. Also ich muss ja einfach nur das nachmachen, was die Engel macht. Das ist das Einfachste. So, jetzt können wir uns ja Fisch schnappen. Ja. Musst du
aktivieren, um sie zu nutzen? Meinst du, nee. Oder ist es automatisch, dass sie einfach passiert? Das sind Perks, die... das ist immer schwer beim Spiel zu erklären. Warte. Nein, nein, das ist alles gut. Zum Beispiel, wenn du die Finne triffst, wenn die Finne da rauskommt, dann hast du einen Board-Safe, wenn du den Shark Cage vorher hast. Wenn du den Shark Cage aktiviert hast und der geht direkt gegen die Finne und geht von der Finne direkt raus, dann wird der aktiviert und dann kriegst du direkt eine neue Kugel. Das ist ja der Perk, den du dann dadurch hast. Ja. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, diese Gears waren bei der ersten Version noch nicht dabei. Was jetzt jedes Einzelne kann, muss ich selbst ablesen. Also das weiß ich offen gestanden auch nicht. Aber hey, da steht's ja. Ja, ich habe mir vorhin nämlich kurz es gibt dieses 3-Minuten-Video von Travis, wo er das kurz erklärt hat. Ja. Ich habe mir das leider nicht ganz gemerkt. Ich weiß nur, es gibt irgendwann die Möglichkeit, wo du verkaufen kannst. Ja, das haben wir, das hast du ja gerade gehabt. Genau. Und da kannst du so viel kriegen für. Ah, okay. Aber ich verstehe nicht ganz, wie. Also wie du die nicht nutzt, um sie dann zu verkaufen, mäßig. Das, oder auch sagen. Bleiben, oder? So weit war ich bisher auch noch nicht. Aber ich, das Verkaufen, das ist ja genau wie beim Roadshow. Ja. Ne? Einfach lange genug warten, dann kriegst du halt genug Punkte, aber... Wobei, beim Roadshow verkaufe ich die eigentlich gar nicht mehr. Okay. Weil die am Ende bringen die Oh! Das. So, wir nehmen jetzt 3D. Ah, okay, nochmal. Oh Mann, ey, das ist echt geil. Sagt, was ihr wollt. Jetzt diesmal keine Taucher abschießen. Die armen Taucher. Ja, ich wollte sagen, aber ich wollte. Es tut mir leid, Leute, ich wusste es nicht. Ah, nein! Das war der extra Ball, glaube ich. Okay, so. Aber ich muss sagen, das 3D-Feature ist der Hammer. So, jetzt nehme ich mal wieder den Mako. Den habe ich auch noch nicht gehabt, ne? 3 Drops, 5 Mal. Komm, dann nehme ich den. Den Trasher. Die Drops finde ich immer am härtesten, weil 3-mal die Drops fertig machen ist. Weil ich dachte, das wäre getimed. Dann ist natürlich noch. Okay, dann ist noch härter. Wenn es ohne Zeit ist, dann passiert halt so. Now. Yes. Das ist ja auch mit diesen Strandbewohnern, also die Strandgäste. Ja. Dass die Strandgäste, die holst du ja auch. Du triffst die Targets einfach so mal zwischendurch, genau. Macht und zum anderen dann nochmal Glück gehabt. Das ist ja. Und das war, siehst du, der hat jetzt gerade eine benutzt. Ah, diese, ah ja, Barrel. Genau, die längere, damit du längeren Board Safe im. Ja, das ist ja vom Skeptical im Endeffekt, das Extended Ding. Ja. Nein! Warum bin ich drauf, wenn ich muss? Okay, einen habe ich noch. Boah, das war aber auch... Mach davon bitte keinen Clip. Das nicht klippen. Das, was ihr gerade gesehen habt, da könnt ihr gerne klippen, aber das war Müll. Das jetzt explizit bitte. Ja, ja, genau, bitte. Hey, der hat gezählt, geil. Nein! Nein!
gesehen. Zum Glück warst du nicht da. Das gucke ich mir gleich nochmal. Nein, nein, genau. Nein, der Wiederholung nochmal. Ah, war der schlecht. So, okay. Jetzt. Hey, Slaytanic, schön, dass du da bist. Und Grüße auch vom deutschen Vizemeister. Müssen auch mal vorbeischauen. Hier. Sehen uns in Kronau, in Stahlbanane. Für Daniel. Wir schalten mal einmal rüber in die alternative Ansicht. Ah. Bist du drin? Ich hab's geschafft, ja. Jetzt mal einmal kurz im Groß, damit ihr auch mal ein bisschen in den Genuss der Animation kommt. Wir schalten gleich wieder zurück. Wenn irgendwas zu laut oder zu leise ist, sagt ruhig Bescheid. Wir können den Flipper noch gerne ein bisschen aufdrehen, aber ja. Ja, die Musik ist geil. Ja, weil die ist wirklich sehr atmosphärisch und so. Aber schnell. Der macht mir mehr Druck als jeder andere. Film kann ich dir, wie gesagt, nur empfehlen, den musst du dir mal angucken, der ist wirklich super lustig. Und wir haben nachher noch einen Spezialmodus, den zeige ich dir gleich auch. Du hast ja gerade Zähne gesammelt von dem Hai. Du hast Zähne gesammelt von dem Haifisch, der hat da Zähne. Und da kannst du gleich nochmal gucken, wenn du nachher auch mal in deine App gleich reinguckst. Du kannst sie halt sammeln und die nachher einsetzen für das Zusatzspiel. Schauen wir uns gleich an. Ist auch sehr wild gemacht. Ich weiß nicht, Turtles kennst du auch, den hast du vielleicht auch mal gespielt? Ja. Wenn du bei den Turtles, wenn du alle vier gespielt hast, dann hast du diese Heroes in the Half Shell Challenge. Okay. Und die hast du erst freigeschaltet, wenn du mit jedem Turtle einmal gespielt hast. Und hier hast du halt, dass du Zähne sammelst. Und dann kannst du nachher deine Zähne einsetzen, um dann in diesen Spezialmodus zu kommen. Aber die werden dir auch wieder abgezogen. Also du kannst es jetzt nicht. Ach, das ist über Insider Connect. Genau, richtig. Also das heißt, du kannst auch nur den Modus spielen, wenn du Insider Connected hast, wenn du diese Zähne gesammelt hast. Muss man gleich nachgucken, das ist echt witzig gemacht. Und dann setzt du die Zähne auch für das Spiel ein. Also wenn dann du verlierst oder das Spiel zu Ende ist, dann ist es so. Deswegen, da finde ich halt großartig gemacht. So, was muss ich jetzt machen? Nur die Mini-Lane, ne? Er ist gerade übrigens rausgegangen, hier oben gegen, wieder zurückgerollt, hat gezählt, aber wieder schön Glück gehabt. Nein! Jetzt sind alle Strandleute sind da. Alle Strandleute sind da. Ja, ich muss nur treffen, das ist alles. Ah, guck mal, da haben wir schon mal einen. Nein. Ah, die Gott, Musik meine ich. Ja. Die stresst mich extrem. Yes. So, hörst du schon mal zu. Ey. Hast du das gesehen mit der Rückhand? Das ist ja, und der kam ja wirklich mit. Der kam ja mit Energie. Komm mal. Oh, hab ich jetzt rückwärts Orca, die Queen Challenge aktiviert. Auch nicht schlecht. Und die Kombo habe ich mir nie merken können. Mitte, rechts.
Schambacke. Mitte? Diese läuft schon auf. Fehlen da hinten noch. Die. Die fehlen mir alle. Eine Rampe hast du auch noch da oben, ne? Ein was? Eine Rampe. Eine Rampe. Für meinen Fisch. Ich würde sagen, ich glaube, gerade regen sich wieder tierisch Leute drüber auf. Das ist doch kein Fisch. Doch, es ist ein Fisch. Wenn es im Wasser schwimmt, dann ist es ein Fisch. Mist. Sehr coole Tilt-Animation. Ja, die. Die Filmszene, die wurde auch, das ist eine super geile Szene in dem Film, wo dann auch an der Tafel steht und an der Tafel so kratzt und da ist es da. Diese drei Shark, genau, ja. Da sind die gesammelten. Gucken wir gleich mal drauf. Also Didi sagt gerade, ihm würde der Pro reichen. Ja. Aber der hat ja... Ich glaube, braucht er, oder? Hat der Pro den Haifisch? Nee. Der hat nur den, der hat den Haifisch zwar liegen, aber du spielst nur die gefangene Kugel. Ja. Was ist jetzt der Unterschied? Also ich sag ja auch, okay, wenn der Haifisch rauskommt, das ist schon eine geile Nummer, keine Frage. Und das Spielfeld hier oben, wie gesagt, da mich das jetzt gar nicht so stört. Ja, sondern, kannst du halt durchlaufen. Ja, genau. Also du kannst relativ schnell, kannst du da oben flip. Und selbst wenn du jetzt mal zwei, drei Schüsse getroffen hast, alles cool, du hängst da oben nicht so viel rum. Also ich muss sagen, der Premium, also nicht so wie beim Game of Thrones, haben wir ja vorher drüber geredet, wo das Mini-Playfield halt ja, spielen muss. Aber hier ist, finde ich gut, also gefällt mir. Also ist, kann man auf jeden Fall machen. So, was muss ich jetzt nur relayen, ne? Ja, Baby. Und noch da rein. Für mein Hai, ne? Muss nur den Hai abholen. Ach, den musst du abholen. Oh, bin ich blöd, Mann. Oh, ein Glück. Hat er gezählt? Nein, oder nicht? Das wäre schön gewesen. Komm schon. Ich will doch nur den Hai. So, ne? Hat er nicht gezählt. Oh. Der Hai, ich muss doch nur da rein. Das ist auch echt nicht wenig, was man für diese Haie bekommt. Ey, die sind richtig, also wenn man die auch vor allem jetzt, wenn du jetzt nachher dabei bist, den reinzuholen, da kannst du ja nochmal den Bonus wieder hochschrauben. Du hast ihn ja auch gerade mehrfach reingeholt. Ach so. Und wenn man das immer Grünhai spielt, und dann kommt der immer näher und dann kriegst du immer noch mehr. Und ich bin jetzt zu blöd, da reinzuspielen, ne? Kann man das multiplizieren? Ne? Ja, also jetzt. Also mit, ich meine mit so einem Playfield-Multiplikator? Oder das weiß ich nicht. Ich muss doch nur eine Sache einspielen. Und wetten wir, das wird gekippt. Wetten wir, das kippt hier wieder. Ah, das war wieder auch so. Das war richtig doof. Das ist auch genauso wie Endspiel Attack for Mars. Du musst nur noch in den Scoop reinspielen, um das Endspiel zu starten. Dann pupp, 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 Bösartig. Links außen. Boah, ich hätte den Pfeffer auffressen können. Plötzlich der leichteste Schuss, der schwerste. Ja, das ist es. Hey Magneto, du bist ja auch da. Grüße aus Echtzell. Ich glaube, da ist jemand gerade bei Freddy. Kann das sein? Ja, richtige Einstellung. Ja, guck mal, ich muss auch einiges aufholen, ne?
Ja, du kannst mich auch ruhig einmal gewinnen lassen. Dass, keiner. Keiner hindert dich dran. Yes. Jetzt hast du auch den Jaws Multiball. Mit einem Mode. Das war so besser. Ja, 150 Spinner. Guten Tag gesagt, gar nicht so schwierig. Ich habe gerade 80 Umdrehungen mit einem richtigen Schuss halt gemacht. Also klar, wenn du zweimal gut triffst, dann gebe ich dir recht, Gigi. Dann auch schneller die nicht sein. Jo, Magneto, wir sehen uns alle in Donau wieder. Weil Nee, alles gut. Ich wollte nett gucken, aber krieg nicht so gut hin. Nicht so lange. Das ist eine gute Sache dabei. Das finde ich super. Danke. Yo, da waren jetzt 42 Millionen nur mit der Raft Attack. Und hier fehlten noch einmal der Chum Bucket. Für deinen Fischfang. Ach stimmt, ich vergesse die immer. Da war ja noch ein Fisch. Einmal den Chum und viermal das Boot. Yes, Beach closed. Das war das. Jetzt noch dreimal das Boot, muss es sein, oder? Ah, ja. Ach, hasse. Ja. Ey, ohne Witz, war alles echt nicht schlecht. Ja, dreimal das Boot, dann hast du den Fisch. Du kannst auch links beide Strände schließen, genau die. Ei. Ja. Ah. Orca. Orca. Hast du extra mal gehabt? Nee, ne? Ich habe jetzt nicht aufgepasst. Wettet jetzt. Okay, komm, ich weg damit. Was war das jetzt? Was hast du jetzt gehabt? Haben sich die 100 Euro, die ich vorher aus... Haben die sich gelohnt? Amy. Das bin ich. Was jetzt? Mach nicht so spannend. Da war jetzt der... Ja, was in Rave Attack. Ja! Okay, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Ab jetzt ist alles gut. Ich kenne ihr und bis zum nächsten Mal. Ciao. Doppelfreispiel. Bing, bing, bing. Ja, die 100 Euro, die ich Amy vorher gegeben habe, die haben sich gelohnt. Ich habe gesagt, bitte lass mich wenigstens einmal gewinnen, damit ich nicht ganz so blöd dastehe. Und ey, Glück gehabt. Guck mal, da habe ich doch noch eins gewonnen. Aber ich muss sagen, dadurch, dass man halt einen guten Mitspieler hat oder einen Gegenspieler hat, wird man auch ein bisschen dazu gepusht, selbst besser zu spielen. Weil wenn ich alleine spiele ab und zu, dann... Ja, es gibt mir aber auch so. Dann hast du so ein bisschen, dass du so ein bisschen rumdrückst und da so ein bisschen was machst, aber irgendwie ist es dann nicht so, dass du fokussiert bist. Und wenn du halt einen Gegner hast, dann musst du halt immer Vollgas geben. Apropos Gegner. Ich gehe mal zurück zu der anderen Ansicht. Also, wenn ihr auch noch Fragen an die Amy habt, ihr dürft die gerne raushauen. And as always in English, also if you have any questions to our special guest, feel free to write them down in the chat as well. Und ja, ich wollte nochmal fragen, jetzt im letzten Jahr warst du ja auf der GPO. Wie war da deine Performance? Ich frage mal ganz vorsichtig. Meine Performance? Weißt du über den ganzen Tag jetzt? Ja, also was war nachher das Endergebnis bei dir? Wie ist die GPO, die letzte GPO bei dir zu Ende gegangen?
Achso, wow. Ja, cool. Super, das klingt jetzt so selbstdarstellerisch. Ja, wollte ich auch. Genau, das war's. Dann musst du sagen, ich habe gewonnen. Und jetzt in 2 Wochen ist ja auch schon wieder die nächste BPO. Und verteidigst du deinen Titel oder hast du es zumindest vor? Ziel ist es, die Vorrunde zu überstehen und nicht vorher rauszufliegen, dann wird es peinlich. Okay. Aber alles andere ist zusätzlich. Aber wobei ja die deutsche Nationalmannschaft, die kann auch einen WM-Titel gewinnen und bei der nächsten WM in der Vorrunde rausfliegen. Also kein Vorwurf an der Seite. Also du bist jetzt in 2 Wochen, das heißt am 11. April bis zum 14. April haben wir hier in Gronau, ich sage jetzt hier in Gronau, wir sind in Nordhorn, aber Gronau ist 25 Minuten in die Richtung. Da findet die nächste GPO statt. Bürgerhalle in Gronau, 150 Flipper und ja, die offene deutsche Meisterschaft und natürlich drücken wir dir auch den Daumen, dass du auch da wieder die Schale nach Hause holst. Ja. Da ist das Ding. Turniervorbereitung, wie ist das eigentlich? Jetzt haben wir so eine große Sache. Mhm. Trainierst du dann sehr viel oder du es wird schon leicht gelächelt. Ha. Du solltest mehr trainieren. Ja, ich probiere es. Aber live, ne? Life happens und dann ist wieder eine Woche vorbei, um geflippert zu haben. Ich wollte auch sagen, ich meine, du bist ja jetzt auch, du hast angefangen zu studieren jetzt auch vor kurzem. Und nee, nicht mehr. Ich bin gerade noch in der Pause. Achso, du hast jetzt noch Pause. Aber du hast einfach als ich sag mal 18, 19, 20-Jähriger hat man, glaube ich, auch andere Sachen zu tun, als jetzt 4 Stunden in seinem Flipperkeller zu sitzen und die ganze Zeit zu üben. Aber ich finde es ja trotzdem schön, dass du dann immer noch die Zeit findest, dann zu Turnieren zu fahren. Und jetzt GPO, also wenn ihr uns beiden wiedersehen wollt, Amy wird spielen, ich werde noch ein Seminar machen und werde mit meiner Kamera rumrennen. Also mich dürft ihr ansprechen, wenn ihr Amy sieht, dann ist sie wahrscheinlich gerade im Turniermodus. Mich dürft ihr auch ansprechen, ich bin auch nett, okay? Nach dem Spielen. Aber bist du denn so richtig im wenn du jetzt Turniermodus bist und du hast jetzt, es geht wirklich um was, ja, gehst du dann in den Tunnel rein? Ja. Und also da kann man mich auch ansprechen, höre ich trotzdem nicht. Ganz, nee, wirklich. Also du spacest dich richtig dann weg und bist voll drin. Ja, das habe ich nie geschafft. Ich bin immer wieder, auch wenn du jetzt Stream machst oder du hast Kumpels dabei und irgendjemand macht Trash-Talk oder so, dann bin ich immer sofort dabei, auch wenn ich gerade spiele. Ganz schlechte Idee. Ja, privat auch immer, aber im Turnier, also auch ab einem gewissen Punkt. In der Vorrunde nie, das passiert mir nicht, ich weiß nicht warum. Ich wünschte, es wäre so. Aber sobald es dann ernster wird, bin ich irgendwie dabei. Das ist mega. Ja, ich kann das auch nicht, ich kann das nicht abschalten. Das ist, und vor allem, wenn ich bei einem Ligaabend bin, dann bin ich auch meistens noch ein bisschen betrunken. Und dann ist das eh vorbei. Dann, also das ist besoffen, Flipperspielen hat bisher noch nie funktioniert. Aber ich bin gespannt, ich bin froh, wenn wir uns auf jeden Fall wiedersehen und ich würde mich auch freuen, wenn einige von euch, Magneto hat ja gerade auch schon geschrieben, Magneto ist auf jeden Fall auch am Start, der zockt ja jetzt auch immer fleißig Turniere mit, auch wenn jetzt vielleicht nicht der beste Spieler ist, aber es macht einfach Spaß, halt, sich immer mit Leuten zu treffen und das ist ja auch bei GPO nicht anders, ja. Du triffst halt immer die gleichen Nasen irgendwo, ja, ja. Und dann die Leute wiederzusehen, das macht auf jeden Fall schon eine Menge Spaß. Jetzt wollte ich noch eine Sache gucken mit diesem Spezialmodus, den wollte ich mal einmal kurz zeigen, weil ja, den kann man auch, glaube ich, nur alleine spielen. Warte mal einmal. Der müsste noch mal drin sein, oder? Da haben wir jetzt den Competition. Das ist diese Shark Hunter Challenge. Und du brauchst 20 Zähne, um spielen zu dürfen. Und was mache ich dann da? Das machen wir jetzt sofort. Warte, ich gehe einfach mal rein, ich fange einfach mal an. Vielleicht kannst du auch noch mal eine Runde. Ach, das ist einfach nur der Videomodus, den man jetzt spielen kann. Disabled. Din, 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 din. 6000, um zu advanced. Oh, wenn das kommt, dann musst du immer aufpassen. 6000 Punkte habe ich nicht geschafft. Ja, da bin ich schon mal raus. Umschalten. Oh. Achso, danke. Zum Glück habt ihr nicht gesehen, wie ich verkackt habe. Jetzt könnt ihr euch angucken, wie Amy es richtig macht. Ich habe den Videomodus ja noch gar nicht gespielt. Siehst du, dann haben wir jetzt mal die Dinge. Möchtest du dann mit 3D-Brille spielen? Soll ich das mit 3D-Brille spielen? Also es ist ich probiere es erstmal so. Kein großer Unterschied, aber ich fand es trotzdem lustig. Ich probiere es gleich, aber ich mache erstmal normal. Also immer kurz einmal auslocken. Wie mache ich denn das? Den linken. Achso, ja, nee, Moment, das war der. Doch, oh. Nee, warte mal. Oh Gott, jetzt fühle ich mich wie eine Oma, ne? Wieso, weil du. Weil ich komplett.
Jetzt kannst du dich wieder einloggen. Und, und jetzt musst du einmal beide Tasten gedrückt halten. Und jetzt kannst du, genau, du warst auch 48 Zähne, also darfst du einmal spielen. Oh, hast du denn immer? Doch, ist richtig, alles gut. Und jetzt? Genau, jetzt kannst du noch eben aussuchen, ob mit oder ohne. Und dann, wie gesagt, links und rechts und in der Mitte ist die in der Mitte, ne? Okay. Du musst 6000 Punkte haben. Oh mein Gott. Okay. Es ist aber auch, man muss ein bisschen reinkommen. Das ist, Oh! Da kommt der Große, der muss abschließen. Oh, 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 der hat mich voll gegessen. Wenn der dich kriegt, dann ist es Ende. Ist direkt vorbei. Jetzt ist es zu Ende. Okay. Ja, da habe ich jetzt echt sehr schlecht gerade bei angestellt, aber. Aber erst einmal, Videomodus muss ich aber auch erst gucken. Ich habe das auch nicht geschnallt. Und dass man hier in der Mitte auch noch eine Harpune abschießen ja, kann, dann habe ich. Einmal gerade. Nicht mal um was abzuschießen, nur um es mal gedrückt zu haben. Deswegen ist es ja das erste Mal bei dem Videomodus ist immer ein bisschen merkwürdig. Aber ich würde sagen, ich mache jetzt mal eben eine kurze Pause. Wir haben ja noch einen weiteren Gast da, also dein Fahrer, beziehungsweise dein Vater. Beides. Der darf ja auch mal mitspielen, der hat ja gerade auch schon mal ein Spielchen gemacht. Und jetzt kommen wir endlich zu diesem legendären Match Vater gegen Tochter. Ich habe dich geschaffen. Ich habe dich geschaffen, ich kann dich auch zerstören. Klick. Also, ich bitte euch, ihr dürft euch einloggen, ihr dürft eine Runde zocken. Ich lasse die Grafik so, wie sie ist. Chat, seid lieb zu meinen Gästen. Wenn ihr noch Fragen habt, haut sie raus. Jetzt mal eine Frage an dich. Genau, jetzt habe ich ja jemanden hier, der ein bisschen mein Silvester ist. Jaws, der weiße Hai. Ist das ein Thema, was dich anspricht oder überhaupt nicht? Ich habe früher in meiner Jugend sehr, sehr gerne so Action-Sachen geschaut, aber so der weiße Hai hat mich nie so angepackt. Ist auch sehr, sehr alt. Ist ja 74, glaube ich. Ne? Ja, also das ist dann auch ein bisschen vor meiner Zeit. Da war ich auch noch nicht geboren, aber es ist halt ein Klassiker und die Umsetzung von den Flipper gibt schon eine Menge her. Also schon spannend. Ja, ich muss sagen, wenn da schon ein Haifisch die Hauptrolle hat, dass der natürlich auch dann irgendwo im Playfield sein muss, das hätte mich auch gewundert, wenn da kein Haifisch drin gewesen wäre. Und wie gesagt, Thema integrieren mit diesen einzelnen Stufen, auch zwischendurch die anderen Haifische zu jagen, also es ist ein Thema, was einfach was hergibt. Also auch so ein Godzilla hat auch eine ganze Menge zu bieten, obwohl man jetzt auch sagt, Godzilla, habe ich die Filme gesehen? Ich habe vielleicht 2 von den Filmen gesehen, da gibt es glaube ich 20 oder so. Und von dem weißen Hai, also der erste Teil ist super, der Rest ist Müll. Aber es muss ja nicht immer das Thema, selbst wenn das Thema nicht so gut ist. Ich sage ja auch zum Beispiel, Rush haben wir direkt neben mir stehen. Rush ist vielleicht jetzt nicht das Thema, das die Band kennt keiner. Und ich finde auch das Playfield nicht so schön. Aber der Flipper spielt sich einfach nicht. Aber ist Geschmackssache, klar. Deswegen sage ich ja immer, man muss selbst einen Geschmack an dem Flipper finden. Und auch wenn man jetzt mit Avengers zum Beispiel nichts anfangen kann und diese ganze Comic alles Müll ist, aber der Avengers macht trotzdem Spaß. Ja, und, aber das Thema ist auch geil, finde ich. Eben, also, gesagt, für uns ist das wieder super. Ne? Ja, für unser Eins kennt dann den Jaws nicht und andersrum sind genauso. Keiner kennt Rush, dafür kennen wir alle die Turtles. Also das ist ja dann auch wieder generationsnicht übergreifend. Aber gut, falls ihr die 3D-Brillen braucht, ne, die haben wir hier oben. Ich gehe jetzt mal eben einmal eine rauchen und dann, ich bin gespannt, ich guck's mir draußen an. Achso, das ist nicht mein Handy. Ich guck's mir draußen an, wer hier gewinnt. Halt dich nicht zurück. Ich weiß, es ist dein Vater, aber mach ihn fertig. Ja, das wird dir nicht schwer fallen. Mach es Luke Skywalker-mäßig so. Also, ne? Willst du anfangen oder willst du. Wie du möchtest. Verlierer fängt an. Das ist ja jetzt gemein, das zu sagen. Ja, deswegen sag ich jetzt. Jetzt müssen wir aussuchen trotzdem. Yeah.
selbst nicht so ganz, aber wir probieren. Das muss er wirklich. So. Regeln sind nicht so mein Zuhause. Okay. Hier. Wir machen das Multiball zusammen und dann geht's los. Thank you.
von hinten. Von hinten auch. Den Hai. Nee, nee, ist schon gestorben. Okay. Das sind immer die Gelben. Okay. Einfach nur die Pfeile treffen. Alles, was leuchtet, ist wahrscheinlich nicht. Live-Ring ist ready. Wer ist der Live-Ring? Linke Außenbahn kannst du mit Action-Button Board-Save aktivieren. Aber ja, kurz vorher, der ist nur 5 Sekunden aktiv. Ah, okay. So, jetzt wieder ins Boot, um den dritten Pfeil oder den Zahn zu kriegen. Für den nächsten Encounter kannst du jetzt wieder zweimal auf den Hai. Oder du versuchst jetzt hier immer noch mit diese Beaches zu closen. Also immer, ne, da wo es orange leuchtet, da musst du zweimal rein, okay. Da zweimal rein und so weiter. Und wenn du einen schließt, gibt es da noch mal so ein Hurry-Up. Also hier, wenn ich jetzt den jetzt treffe, dann hätte ich einen Hurry-Up. Nee, du musst, wenn du den jetzt dreimal, also du hast jetzt zweimal, so, okay. Genau, dann müsstest du noch ein drittes Mal treffen, aber dafür musst du erst wieder den Watchtower spielen. Ah, okay. Weil wenn du diese kleinen Stand-Up-Targets triffst, dann kommen wieder mehrere Orangene dazu. Mhm. Und ja, das heißt, du kannst sie nicht sofort dicht machen, du musst sie erst beleuchten und dann dicht machen. Über Umwege. Ja, ja. Vergiss oben nicht, ne? Ja, ich hab's gemerkt. Ja. Aber dann da habe ich beim ersten Mal jetzt auch aufgehabt. Du müsstest wieder die gelben treffen, um neue rote zu beleuchten. Ja. Genau, jetzt hast du wieder ein paar neue dabei. Sehr gut. Bounty Hunt. Jetzt kannst du dir einen Haifisch aussuchen, den du besiegen möchtest. Ja. Und du siehst ja auch immer hier, was du treffen musst. Ne? Ja. Je mehr Geld, desto mehr musst du machen. Okay. Aber wir haben gerade schon rausgefunden, wenn du einen satten Schuss durch den Spinner machst, dann hast du deine 80 schon voll. Ich würde sagen, Papa spielt euch zum ersten Mal, wa? Ich sag doch. Von wem? Ja, guck mal, weil es bleibt spannend. Bleibt spannend. Leicht kann ich es ja nicht machen, ne? Habe ich aber bei meinem Sohn auf der Playstation auch nie gemacht. Ich habe meinen Sohn auf der Playstation nie gewinnen lassen. Bis er irgendwann mich von, ja, selbst sieht das. Man ist überwiegend stolz, aber auch ein bisschen angefressen. Kommt der wieder oder ist der tot? Nein. Der ist tot. Weil hättest du jetzt den Stahlkäfig gehabt, dann hättest du den wieder gekriegt. Aber du hast einen extra Ball, alles gut. Noch ist nichts verloren. Aber der Mode läuft nicht weiter, nicht? Nee. Aber du kannst jetzt hier schon wieder einen closen. Aber du hast auf jeden Fall reichlich auch geschlappen. Yes. Das wollte ich aber nicht. Ich war eigentlich. Jetzt habe ich Multiple und Remote. Das mag ich eigentlich immer nicht. Nein. Der Multiple geht über den Eimer, ne? Du musst ihn erst anfüttern, bis die Chunkline komplett voll ist und dann kannst du diese Barrel attachen. Also nicht nur. Genau, du musst schon. So wie beim Rennen.
Ja, genau, also der ist nicht immer permanent, sondern du musst halt einfach nur aufladen, genau, wie beim Venom. Und dann kannst du das holen. Ja, das ist. Okay. Okay, bitte klippen! Das bitte klippen! Das will ich mir nachher nochmal angucken in der Wiederholung. Aber ich habe schon gesehen, es haben schon einige Leute Clips gemacht. Sehr gut. Der linke Rommel ist nicht ganz einfach, ne? Der hat gar keinen Rommel. Ne, genau. Jawohl! Ja, das ist doch diese Narrow Escape bei dem Indiana Jones. Ist, jawohl, ja, jetzt hast du es. Jetzt musst du aufs Play-Field. Ja, da oben ist noch ein rotes Lämpchen, sehe ich gerade. Wo komme ich da hoch? Linke Bahn. Also bei Chum Bucket links. Ah, da, ja. Scheiße, das ist nicht einfach, das kann ich gut. Noch zweimal das Boot, noch dreimal den Bucket. Ah, stimmt, ich habe schon wieder den Hai vergessen. Du hast noch den Haifisch, genau. Zweimal Boot, dreimal Jump. Hi. Jo, letzte Moment. Du hast angefangen? Ja. Oh. Los geht's. Oh, guck mal, jetzt habt ihr ziemlich gesagt. Ah, mehr dran, geht nicht, ne? Dann wollen wir es spannend machen, ne? Du hast auch nur 1000 Punkte mehr. Das ist ja unfassbar. Geil. So, bei mir leuchtet bloß nichts Vernünftiges, ne? Screenshot? Ja, den versuchst du jetzt, ja. Okay, dann musst du nur diesen Bahn. Ne? Doch, du kannst den und die beiden, die kannst du beide schließen. Ja. Wenn du jetzt da nochmal einmal durchziehst, dann beginnt auch hier auf dieser Bahn der Hurry-Up. Ja. Genauso wie du das hier machen kannst. Und ja, irgendwann werden die auch noch dazukommen. Und die Hurry-Ups sind aber immer der gleiche. Derselbe, genau. Weil also wenn du jetzt da einmal durchziehst, ja, dann musst du da auch nochmal durchziehen. Und für den. Okay. Genau, also links die beiden sind auf jeden Fall ready. Alright. Und der Fischfinder ist auch ready. Oh, das macht er nicht. Das war Ball Safe. Sehr gut. Ja, der klappt jetzt nochmal durch, jetzt nochmal durch. Du hast einen extra Ball. Cool. Die Combo. Hast du die gemerkt? Nee, Cheater. Mitte rechts Jump. Aber das ist. Das ist gar nicht das Gelbe. Nee, das ist. Du musst dir die merken, genau. Ja. Das ist fast so tödlich wie bei dem Houdini. Bei dem Houdini-Flipper. Der sagt dir auch irgendeine Combo. Und dann musst du die merken und musst du spielen. Ich denke mir, ich kann mir nur drei Sachen merken, bei vier hört es auf. Hast du auch nicht wirklich verpasst? Nein, der ist ganz süß, aber ist halt kein Stern. Genau, noch einmal ganz links außen, dann hast du es. Hi. Ja, oder einfach mit Rückgang. Jetzt machen wir rein. Eieiei. Da hättest du jetzt natürlich den Life Ring, aber wenn der so schnell da durchfliegt, dann hast du auch keine Chance. Okay. Der Life Ring, dann hast du ein bisschen mehr davor. Nee, das ist. Du bist ein bisschen wieder auf Flight.
Genau. Ja, genau. Einfach, du kannst draufdrücken und dann hast du hier links. Deswegen siehst du ja auch hier, der sitzt ein bisschen weiter unten. Ja. Damit du hier oben noch die Chance hast, wenn der hier oben so ein bisschen hängt, dass du noch schnell draufdrücken kannst. Das sorgt immer für sehr viel Spaß. Weil immer so, im letzten Moment wird gedrückt, dann ist ja immer das Übliche. Das war jetzt. Ich hab da ein bisschen Absicht drin gesehen. Du wolltest deinen Dad unbedingt gewinnen lassen. Hör doch auf. Das war's. Super. Habt ihr den Videomodus? Hast du den Videomodus gespielt? Nee, noch nicht. Achso. Hast du jetzt genug Zähne gesammelt? Ich weiß jetzt, sonst kannst du ja noch mal gucken. Das ist jetzt. Da bist du. Du bist der Shark Rance Champion. Immerhin, ne? Und der Bounty Hunt Champion. Auch immer noch so eine gute Szene. Und er nimmt seinen Becher. Und zwischendurch sitzen die auch da am Tisch und sagen, ja, ich habe die Narbe hier und die Narbe habe ich von dem Fisch und da habe ich hier eine Narbe. Und dann sitzt er halt in der Ecke und guckt so auf seine Narbe vom Blinddarm. Ist dann auch so, na, okay, lieber nicht. Also der Film ist, wie gesagt, wirklich sehr gut. Aber guck mal, Dad hat gewonnen. Ich habe es aber angekündigt, ne? Es ist immer. Nein, das stimmt ja nicht ganz. Sorry, aber in Turniersituationen und weil es am Anfang immer so ist. Na, Quatsch. Noch nie. In Turniers? Ja, aber macht schon eine Menge her. Also hat einen super schönen Flow, muss man wirklich sagen. Also spielerisch, könnte das ein Kandidat sein, der auch vielleicht bei euch demnächst stehen könnte? Ja, wir haben ja keinen Platz. Ah, das ist, ach, was World Problems. Dann musst du dir einen anderen Ripper verkaufen, oder was? Fällt mir immer schwer. Wir müssen jetzt erstmal Platz machen für ein Pulp Fiction und ja. Prioritäten. Man muss Prioritäten einhalten. Alles nicht so einfach. Ja, auf jeden Fall. Gut, Keith Urban ist immer für einen soliden Flipper zu haben und der macht das sehr, sehr gut. Also er ist ja wirklich stark. Also er hat immer tolle Ideen. Neuzeit. Und so. Das ist für mich, also für mich hat er Flippern in die Neuzeit gebracht. Also gerade mit dem Godzilla habe ich gesagt, boah, da sind Sachen, die habe ich so bei einem anderen Flipper noch nicht gesehen. Und das ist was Neues. Und das hat Keith Urban einfach geschafft. Ja, und hier halt auch. Das ist einfach ein super Thema und er hat es einfach super umgesetzt. Ne? Das soll man einfach sagen. Ob der Hai jetzt einen Ball in der Mund hat oder nicht, das ist mir egal. Da war ja auch im Forum oder überall. Also auch bei Pinside. Wieso kann der keine Kugeln fressen? Da ging es ja darum, dass der Spielfluss nicht unterbrochen wird. Es macht schon sehr viel Sinn, dass er den nicht isst im Eben. Endeffekt. Also es ist schon mit dem Hintergedanken so passiert, glaube ich. Finde ich auf jeden Fall gut. Aber ich meine, du hast die Option, die haben jetzt tatsächlich, Stern hat eine Kugel zusätzlich mit reingepackt. Und die Kugel kannst du mit einer separaten Beschreibung, wird dir gezeigt, dass du die Kugel da einsetzen kannst. Und dass er die Kugel zumindest im Mund hat permanent, hat Stern auch gesagt, komm, die Kugel kriegt er zusätzlich. Ja, immerhin. Aber den werden wir ja auch auf der GPO noch spielen dürfen und da wird er wahrscheinlich auch stehen. Cool. Es sind ja genug Händler anwesend und da bin ich mir sehr sicher, dass da auch ein weißer Hai dabei sein wird. Und ja, ich kann wie gesagt nur sagen, der macht mir auch sehr viel Spaß. Und ich habe jetzt auch gesagt, verdammt, ich werde mir ein Premium kaufen. Weil irgendwie LE, da habe ich irgendwie so ein bisschen, weiß ich nicht, LE, da muss alles stimmen. Also da muss das Spiel nicht nur stimmen, da muss dann auch, ja, Thema muss auch richtig sein, dann lohnt sich auch ein LE. Aber den Premium kann ich wirklich nur empfehlen. Ja, das reicht auch. Also das ist eine schöne Maschine und wie gesagt, die ganzen Sondermodi. Wir sind ja auch noch bei Version 0.8. Da werden wahrscheinlich noch ein, zwei Sachen geändert werden, weil du hast teilweise, dass sich die Videosequenzen so ein bisschen überschneiden. Das heißt, die Kugel geht dann hier rein, wird hier festgehalten und plötzlich starten drei verschiedene Sequenzen. Dann hast du das eine, dann andere. Ich denke mal, das wird wahrscheinlich noch irgendwie so ein bisschen separiert werden. Aber nichtsdestotrotz, der Flipper ist jetzt schon ein Knaller und selbst eine schlechte Software kann einen guten Flipper nicht zerstören. Ach, wobei, ist auch nicht ganz richtig. Haben wir ja gesehen bei Stranger Things. Das kann schon so sein. Aber man muss auch sagen, Stranger Things hat nachher auch ein Update gekriegt, Sondergleichen. Und danach sind die Verkäufe ja auch durch die Decke geschossen. Also der ist richtig beliebt. Und ich bin mir ziemlich sicher, wenn wir da bei einer 1er-Version sind, dann wird der auch richtig abgehen. Also wir haben ja auch die ganzen Modi, die fehlen ja auch noch. Du hast ja, wenn du beide Tasten gedrückt hältst, du hast ja jetzt diesen Videomodus. Es gibt ja nachher noch dieses Endspiel, was du spielen kannst. Das hast du ja auch bei Godzilla und so weiter. Oder bei Rush hast du ja auch. Mhm. Und das wird da definitiv auch noch kommen. Also
ja, man darf gespannt sein, was noch passiert. Ich bin mir sicher, dass wir den noch ganz, ganz oft sehen werden im Stream. Und ich hoffe, dass ich euch nochmal wieder sehe im Stream. Wenn der nächste Flipper rauskommt, wir schauen mal, was dieses Jahr noch passiert. Wir wissen es ja auch nicht immer. Man sagt es mir auch als letztes, weil ich halt ein Plappermaul bin. Aber ich bin gespannt, was als nächstes kommt. Vielleicht wieder Musikflipper. Oh, bitte nicht. Ja, das ist immer, andere Leute warten nur auf den nächsten Musikflipper. Ich habe ja auch gesagt, wenn es ein Wu-Tang-Clan-Flipper wird, ey, dann wäre für mich, oh, um Gottes Willen. Doch, das wäre richtig cool. Siehst du, den würde ich mir kaufen. Ja. Den würden wir uns holen. Das ist dann wieder was anderes. Aber wir kaufen uns dann Turtles. Du bist doch mit Turtles groß geworden, oder nicht? Mehr oder weniger. Also, ja, genau. Das passt. Also, wie gesagt, Leute, wir haben jetzt auch gleich schon 20 Uhr. Wir spielen gleich noch ein bisschen weiter, aber machen wir dann off-camera. Ich möchte mich nochmal zum einen ganz herzlich bei der KMS Handels GmbH bedanken, dass wir hier regelmäßig streamen dürfen, auch solche neuen Geräte präsentieren dürfen und dann mit solchen Gästen wie Amy. Amy, vielen Dank nochmal, dass ihr beiden, auch Matthias, danke, dass ihr heute hierher gekommen seid, den weiten Weg aus Berlin, um ein bisschen Jaws zu spielen. Und ich glaube, Amy hat heute ein bisschen was gezeigt, was der Flipper alles kann. Und ich hoffe, ihr habt da auch Spaß dran. Ihr habt auch die Gelegenheit, den zu spielen. Ihr gibt ja genug Händler. Kommt bei der GPO vorbei. Ich kann es nochmal wiederholen. Der 11.04. bis 14.04. in Gronau in der Bürgerhalle. Da gibt es auch reichlich Flipper. Da wird der bestimmt auch bei sein. Und ich schaue noch mal eben kurz einmal in den Chat, ob noch jemand online ist. Ja, 0.8, Eimer und Käfig jetzt ab. Okay, ja, genau, stimmt. In der neuesten Version ist der Night Swim Duster. Das stimmt, der ist, habt ihr ja gesehen, wenn der Night Swim beginnt, dann geht der Flipper auch ein bisschen dunkler, was ich auch sehr, sehr cool finde. Danke an Amy, sagt der Pinball Rocker. Ey, Jörg! Danke auch! Bist du gleich noch online, Jörg? Streamst du jetzt auch noch? Weil dann würde ich zu dir rüber raiden. Wir schauen mal eben kurz, wer noch dabei ist. Ja, er ist online, super. Dann, Leute, tut mir bitte den Gefallen. Bleibt noch bitte 30 Sekunden dran. Ich werde euch noch rüber raiden zu Jörg, dem Pinball Rocker. Mit dem werde ich auch zusammen das Seminar machen auf der GPO. Also wir werden uns da alle wiedersehen. Amy ist da, Matthias ist da, ich werde auch dabei sein. Also ich hoffe, dass wir euch da alle sehen werden. Nächste Woche Freitag ist ja der erste Freitag im Monat. Da streamen wir aber nicht. Da bin ich im Urlaub. Und wie gesagt, wir sehen uns ja sowieso eine Woche später wieder. Also nochmals, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Und ja, schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Haut rein!